Wer ist eigentlich so bekloppt und stürmt unter Einsatz seines Lebens eine Insel? Da sind zum einen die Mallorca-Urlauber. Endlich normale Leute! Und zum anderen Battlefield 5 Spieler im Breakthrough-Modus auf der neuen Map Iwo Jima. Wie ihr auf amerikanischer Seite den Berg Suribachi einnehmt oder für den japanischen Kaiser die US-Invasoren zurück in den Pazifik treibt, zeige ich euch in diesem Taktik-Tutorial. Die GIs beginnen ihren Angriff auf zwei Schiffen, die mit Landungsbooten und Schwimmpanzern bestückt sind. Der kniffligste Teil in diesem ersten Sektor ist natürlich die Landung am Strand. Die japanischen Verteidiger werden alles dafür tun, die Boote und Panzer schon im Wasser aufzuhalten. An Land stehen dafür Verteidigungskanonen bereit. Die stärkste Waffe der Verteidiger in dieser Phase sind aber die bis zu drei Flugzeuge, die die Japaner in der Luft haben können. Im Speziellen die Zero A6M2. Die hat nämlich ab Stufe 2 vier 20mm Kanonen mit Explosiv geschossen und die zerhämmern mit ihrem Splash Damage Infanterie, als ob es keinen Morgen gäbe. Also gut, für diese Gegner gibt's wohl auch keinen. Ihre Reichweite ist obendrein so groß, dass ihr von ganz oben anfliegen und mit ein paar Salven testen könnt, ob sich Feindvolk im Gebiet aufhält. Auf dem schwarzen Strand von Iwo Jima sind die Angreifer aber ohnehin schon sehr gut zu erkennen. Gegen Fahrzeuge verursachen diese Geschütze aber keinen Schaden, also wirklich null. Das heißt, an die unter Deck sitzenden Kapitäne der Landungsboote kommt ihr nicht ran. Die Passagiere und MG-Schützen an Deck sind jedoch offenes Buffet. Und dann Fischfutter. Auf Stufe 4 kriegt die Zero dann Bomben. Mit den Doppel-HE-Bomben könnt ihr es auch mit Panzern aufnehmen, ich bevorzuge aber die Brandbomben. Die erzeugen nämlich für eine ganze Weile einen Flammenteppich, mit dem ihr Infanterie auf Abstand zur Flagge halten könnt. Am wichtigsten sind aber wohl die Flares auf Stufe 5. Auch die könnt ihr unter Zuhilfenahme der Minimap recht weit oben absetzen, große Höhe, kleines Risiko, und damit eurem Team die Verteidigung erleichtern. Obendrein gibt das wahnsinnig viele Punkte und hilft euch selbst auch wieder beim Anflug auf Bodenziele. Auf Stufe 6 könntet ihr dann noch Luftradar nehmen, aber die Luftabwehr sollen die Kollegen am Boden machen. Denn da stehen ja genug Flaks rum, mit denen das Team die US-Flieger aufs Korn nehmen kann. Außerdem gibt's ja mittlerweile die Fliegerfaust. It Fausts Flieger! Ich wähle statt des Radars also die bessere Manövrierbarkeit, um gegnerischen Piloten leichter ausweichen zu können oder mich hinter Verfolger zu bringen. In meinem Flugzeugtutorial habe ich euch ja schon erklärt, wie man das am besten macht. Wenn ihr das nicht kennt, schaut im Anschluss mal rein. Wenn das Fliegen noch nicht so euer Ding ist und ihr es mal mit einem besonders anhänglichen Gegner zu tun bekommt, zieht den Haken schlagend über eure Mannschaft, dann können die Sturmsoldaten ihn Fliegerfausten und ihr habt Ruhe. Was also tun als Angreifer? Es wirkt vielleicht nicht sonderlich heldenhaft, erstmal im sicheren Spawn-Bereich zu bleiben, aber hier stehen Flaks, mit denen ihr den Luftraum über dem Strand von nervigen Bodenkampffliegern wie mir freihalten könnt. An Bord eines Schwimmpanzers seid ihr gegen die Flugzeuge ziemlich gut geschützt. Der lässt sich außerdem auf Stufe 4 zur Flak umrüsten. Dann verliert er zwar Hauptgeschütz und Sekundär-MG, aber Flieger sind dann erstmal kein großes Problem mehr. Und Infanterie auch nicht. Allerdings könnt ihr den Flak-Schwimmpanzer, ist das dann ein Schwackpanzer? Oder ein Fliebertüt? Auf jeden Fall könnt ihr das Ding erst in den späteren Abschnitten einsetzen, wenn ihr es selbst spawnt. Denn die Schwimmpanzer, die in Sektor 1 auf den Schiffen stehen, starten immer in der Grundausstattung ins Match. In den offenen Landungsbooten solltet ihr zu Beginn der Runde zumindest einen Spieler mit Fliegerfaust dabei haben. Oftmals reicht es schon, nur zu zeigen, dass man eine dabei hat, um die Zeros zu vertreiben. An Land angekommen haben die Boote längst noch nicht ausgedient. Die beiden MGs sind sehr mächtig, als Schütze seid ihr außerdem durch zwei dicke Panzerplatten nach vorne gut geschützt, könnt also hier die Verteidiger sehr gut niederhalten, während eure Kollegen die Flagge einnehmen. Außerdem dienen die Landungsboote weiterhin als Spawnpunkte und ersparen eurem Team damit die lange Schipperei bis zum Strand. Auf der Insel angekommen schlägt die Stunde der Medics. Jede Squad sollte zwei, vielleicht sogar drei Sanitäter dabei haben und dann vielleicht noch einen Sturmsoldaten mit einer Fliegerfaust. Versorger braucht's auf Angreiferseite eigentlich nicht unbedingt, denn wenn ihr mit genug Druck, Drall und Geschwindigkeit den Strand eingenommen habt, spawnen da Nachschubkisten. Über Scharfschützen kann man vielleicht noch nachdenken, damit die Spawn-Beacons aufstellen, aber Sniper sind mir im Angriff oft zu zurückhaltend, deshalb würde ich hier ganz klar auf Medics setzen. Zumal die neue Maschinenpistole wirklich ein Biest ist. Die Fähigkeiten und Besonderheiten der Klassen habe ich euch ja schon in eigenen Tutorials erklärt, die könnt ihr ja auch nochmal checken.
Die Medics sind jetzt nicht nur dafür verantwortlich, ihre Mitstreiter am Leben zu halten, sondern auch den Gegner einzunebeln, bis euer Team im Flankenbereich ist. Der ist ziemlich groß, was hier die Angreifer bevorteilt, denn die Verteidiger ziehen es hier in der Regel vor, weiter oben rumzuliegen und zu snipen oder zu entgehen, anstatt bis in den Flankenbereich vorzudrängen. Auf Verteidigerseite ergeben diese beiden Klassen übrigens durchaus Sinn, denn insbesondere der Supporter kann mit einer guten, geschützten Position viele Infanteristen aufhalten. Und ab und zu vielleicht auch mal ein Flugzeug. Ihr solltet aber auf jeden Fall die große Moonkiste mitnehmen, damit ihr auch die Fliegerfäuste des Teams aufmunitionieren könnt. Und die Flares der Scharfschützen. Flares sind in diesem Modus wahnsinnig wichtig, für beide Seiten, denn sie zeigen euch Gegner an. Deshalb solltet ihr ebenfalls auf beiden Seiten feindliche Flares schnellstmöglich vom Himmel holen. Ihr erkennt die bösen Flares an ihrem roten Leuchten. Faul am Strand rumzuliegen hat natürlich einen offensichtlichen Nachteil. Die US-Luftwaffe freut sich drüber. Alles, was stationär ist, landet umgehend in stationärer Behandlung. Auf amerikanischer Seite hat die Corsair 1A nämlich die exakt gleichen Spezialisierungen wie ihr japanisches Gegenstück, sprich Flares, Explosivgeschosse und Brandbomben. Damit buddelt ihr alles ein, was sich nicht eh schon eingebuddelt hat. Die Brandbomben haben hier auch noch den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Angriffsgebiet mit Rauch verhüllen, so den Verteidigern die Sicht nehmen und der Infanterie dabei helfen, an den Strand zu kommen. Die zweite Corsair-Variante hätte auf Stufe 3 noch einen abwerfbaren Spawn-Beacon im Gepäck, aber mit dem spawnen eure Kollegen über dem Gefecht in der Luft und das ist nicht so zu empfehlen. Wenn also alle Abteilungen zusammenarbeiten, haben die Amerikaner Sektor 1 ruckzuck erobert. Jetzt spawnen am Strand unter anderem Nachschubkisten und eine Flak. Auch hier sollte jetzt wieder ein Spieler die Flak besetzen, um die Zeros zu verjagen. Das gilt ohnehin in jedem Sektor, deshalb sage ich das ab jetzt nicht immer extra noch dazu. Flaks besetzen, wo Flaks stehen, denn die Bodenkampfflugzeuge bleiben das ganze Match über sehr gefährlich. Um nicht zu sagen, brandgefährlich. In Sektor 2 gibt es jetzt zwei Flaggen, von denen Flagge Alpha weiter vorne und in einer Senke liegt und damit deutlich leichter zu erobern ist als Flagge Bravo. Als Angreifer gehe ich hier in der Regel mit ganz viel Nebel über die rechte Flanke vor, denn dann bietet mir der Hügel bei Alpha Deckung gegenüber den Bunkern bei Bravo. Am Strand spawnen außerdem zwei Flammenwerfer und die sind gegen die Bunkeranlagen super nützlich. Das ist übrigens historisch ziemlich korrekt, denn die Amerikaner haben auf Iwo Jima tatsächlich gegen die verschanzten Japaner viele Flammenwerfer eingesetzt. In Sektor 2 kommen für die Amerikaner nun auch Sherman-Panzer hinzu. Auf Stufe 2 könnt ihr denen ebenfalls Flammenwerfer verpassen, was für den Breakthrough-Modus ziemlich hilfreich sein kann. Denn niemand stellt sich gerne ins Feuer, da ist so ein Flaggenbereich schnell mal geräumt. Wie sagen US-Militärs immer so gerne, friendly fire isn't. In Battlefield 5 allerdings schon, hier können eigene Truppen unbeschadet durch eigenes Feuer durchlaufen. Man kann halt blöderweise nur nicht sehen, ob es freundlich ist oder nicht. Muss man dann mal so einen Fuß reinhalten. Ihr selbst könnt euch nämlich sehr wohl an eurem eigenen Brand verletzen, also aufgepasst. Die Kombination Medic und Flammenwerfer finde ich am besten, denn da kann man sich dann gleich selbst verarzten, wenn man sich selbst angesteckt hat, also mit Feuer, nicht mit Husten. Außerdem verliert der Sunny beim Aufnehmen des Flammenwerfers sein zweites Gadget, also den Rauchgranatenwerfer. Der Flammenwerfer erzeugt ja auch Rauch, also ist das kein allzu großer Verlust. Der Sherman-Panzer kann dann noch explosive Rauchgranaten verschießen. Die verursachen also nicht nur Schaden, sondern nebeln den Gegner auch noch gezielt und über viel größere Strecken ein, als andere Gadgets das können. Für den Breakthrough-Modus sind die also Pflicht. Mit Flagge Alpha in amerikanischer Hand wird es deutlich leichter, Bravo einzunehmen. Auch hier helfen Flammenwerfer, denn die Japaner verschanzen sich gerne in diesem großen Bunker. Der Flammenwerfer Sherman bekommt allerdings das Problem, dass er auf größere Distanzen nichts mehr gegen Infanteristen unternehmen kann, denn der Flammenwerfer ersetzt sein MG, sodass er auf freier Fläche relativ wehrlos gegen entschlossene Verteidiger ist. Die sollten in diesem Abschnitt einen Großteil ihrer Kräfte auf Alpha konzentrieren, um zu verhindern, dass die Amerikaner da einen Fuß in die Tür bekommen. Und so gut geschützt Alpha auch gegenüber Bravo ist, aus der Luft ist Alpha ein vortreffliches Ziel, denn der Flaggenbereich ist relativ klein und die Angreifer ballen sich immer um die Position der Moonkiste. Da kann man als Zero-Pilot also immer eine Menge Tickets knipsen. Mittlerweile dürften die Verteidiger auch genug Squad-Punkte für ein Hachi haben. Klingt wie eine Erkältung, macht aber tot, also quasi Männergrippe.
Die Raketenpanzer sind die stärksten Verteidigungswaffen im ganzen Spiel, möchte ich behaupten. Einer hier drüben positioniert, wo er einerseits auf Alpha wirken kann, andererseits aber auch den Zugang zu Bravo bewacht, kann im Alleingang eine Menge Angreifer ausschalten. Wenn ich mit dem Ding hier rüberkomme, ist das Match oft für die Verteidiger entschieden, zumal es vom Strand zu Bravo nur sehr wenig Deckung gibt. Zum Glück darf das Team nur einen Hachi gleichzeitig haben, sonst würden wir die Amerikaner vermutlich bis Hawaii zurückwerfen. Raketenpanzer auszuschalten hat also immer Priorität. In Sektor 3 geht's nun wieder nur um eine Flagge. Der offensichtlichste Weg dahin führt die Angreifer über die rechte Seite durch ein Grabensystem. Das mündet dann in einer japanischen Flakstellung und Flaks auszuschalten hilft eurer Luftwaffe. Offensichtlich funktioniert allerdings in beide Richtungen, deshalb achten die Verteidiger auch darauf, diesen Graben abzudecken. Die linke Angriffsseite ist zunächst mal riskanter, weil sie weniger Deckung bietet. In diesem Abschnitt spiele ich dann auch mal Sniper, obwohl der ja im Angriff eher nicht so geeignet ist. Aber okay, manchmal klappt's halt auch. Sein größter Nutzen im Angriff ist aber der Spawn-Beacon. Und wenn der hier irgendwo im Gebüsch steht, wo er nicht gesehen werden kann, haben wir eine Angriffsrichtung, mit der die Verteidiger nicht rechnen. Auf der Alpha-abgewandten Seite führt nämlich ein Tunnel in den Flaggenbereich und da seid ihr natürlich gegen Luftangriffe, Sniper, Flaks und Panzer immun. Nahkampfbereiche sind für das Katana gemacht. Mit dem Pickup-Schwert insta-killt ihr jeden Gegner. Der leichte Angriff mit der linken Maustaste ist dabei sehr schnell, der schwere Angriff mit der rechten ist langsamer, aber auch reichweitenstärker und er heilt euch ein kleines bisschen mit jedem Kill. Blut für den Blutgott! Das ist also die vielleicht beste Art, um Sektor 3 zu erobern. Und damit willkommen in Sektor 4. Solltet ihr als Angreifer einen Panzer haben, ist der auf der rechten Flanke zunächst am besten aufgehoben. Hier könnt ihr auf Flagge Alpha wirken und insbesondere auf die Panzernachschubstation vor Alpha, wo sich gerne japanische Fahrzeuge rumtreiben. Blöderweise ist das Ding auch die einzige Tanke für die Angreifer, weshalb euer Team die auch alsbald wieder aufstellen sollte, sobald ihr Alpha unter Kontrolle habt. Die Verteidigerpanzer stehen am liebsten weiter oben auf dem Berg und ballern von da runter. Als Angreifer müsst ihr die also da oben wegsprengen, damit die Infanterie an die Flaggen rankommt. Zum Beispiel mit dem Calliope Sherman, also dem US-Raketenpanzer. Die Luftwaffe macht derweil das, was sie am besten kann. Flaren, Bomben und Infanterie fressen. Müsste ich eigentlich nicht dazu sagen, aber ich habe tonnenweise Material davon. Habe ich das denn umsonst aufgenommen? Im fünften Abschnitt verlieren die Panzer allmählich an Bedeutung, denn hier geht's in den Tunnelkampf. Viele quetschen ihre Vehikel jetzt noch in die Höhlen rein, als wären das Frettchen auf Kaninchenjagd oder in der Herrenhose, aber die entscheidenden Manöver kommen nun von der Infanterie. Und die müht sich hier oft in Nahkämpfen ab, die meistens zugunsten der Verteidiger ausgehen, denn die haben zum einen die erhöhte Position, wir wissen ja alle, was das bedeutet. Don't try it. Zum anderen müssen die ja nur da liegen und die Gänge abaimen. Die nach meiner Erfahrung beste, weil am wenigsten genutzte Route führt die Angreifer also über den Berg. Und da von oben zurück zu den Flaggen. Flares funktionieren ja auch nur in der Luft so richtig, deshalb müsst ihr die ja zwangsläufig in den Himmel schießen. Und das geht im Tunnel schlecht. Also sind hier auch wieder die Piloten gefragt, über Alpha und Bravo Flares abzusetzen. Aller gut, wer sich draußen vor den Höhlen rumtreibt, ist natürlich auch Fair Game. Ah, es macht so Spaß. Wenn ihr als Verteidiger die Tunnel zu Alpha und die Anhöhe über Alpha unter Kontrolle bringt, wird es verdammt schwer für die Angreifer, da durchzubrechen. Dann bekommen die niemals Sektor 6 zu sehen. In dem ballt sich nun wirklich alles auf engstem Raume. Target-rich Environment für Piloten. Jetzt haben auch alle Squads genug Punkte beisammen, um es Artillerie und Raketen hageln zu lassen. Also macht euch darauf gefasst, des Öfteren in der Gegend rumzupurzeln. Angreifer sollten sich aber ein paar Squad-Punkte für eine Nebelwand aufheben, um an die Spitze des Berges Suribachi ranzukommen. Mittig gelangt ihr dabei schon unterhalb des Gipfels in den Flaggenbereich, müsst also gar nicht über die Bergkante rüber, auf der euch dann die Kugeln um die Ohren fliegen. Als Verteidiger solltet ihr also versuchen, die Front schon ein wenig unterhalb des Gipfels einzuzementieren. Auf der aus Verteidigersicht rechten Seite könnt ihr außerdem Stellung in einem Bereich beziehen, in den die Angreifer nicht rein können. Wenn das nicht hilft, bleibt nur noch Banzai! Banzai!
So unfair das auch wirkt, meiner Erfahrung nach haben die Angreifer hier gute Chancen, den Berg zu stürmen, solange sie genug Medics dabei haben, die den Angriff im wahrsten Sinne des Wortes am Leben halten. Sie müssen ja auch nur mehr Spieler im Flaggenbereich haben als die Verteidiger. Also einfach mal die Gedanken an die eigene Statistik ausschalten, reinpushen und gewinnen. So erobert ihr also Iwo Jima im Breakthrough-Modus. Wie man die Klassen, Fahr- und Flugzeuge spielt, habe ich euch ja schon in meinen vorigen Tutorials gezeigt, also im Zweifel da nochmal reinschauen. Im nächsten Tutorial zeige ich euch dann, wie man Pacific Storm im Sturm nimmt. Kleiner Tipp vorweg, so geht's nicht. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, schnappt euch ein Abo und lasst gerne Daumen nach oben und Kommentare da. Vielen Dank dafür, ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao.